Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen zusammen Parksaurus, ein neues Simulationsspiel, bei dem wir einfach nur mega cool, bei dem wir einen Park aufbauen mit Dinosauriern. Ich meine, der Name verrät es ja schon. Einfach mega geil. Also nach Mega-Aquarium mit Fischen jetzt Dinosaurier. Ja, das Spiel habe ich übrigens geschenkt bekommen, nicht vom Entwickler, sondern von einem sehr netten Zuschauer, der mir schon öfter wirklich tolle Spiele geschenkt hat. Also hier an der Stelle erstmal vielen, vielen, vielen Dank für das super geile Spiel. Und ich würde sagen, ohne Umwege starten wir jetzt ein neues Spiel. Standard-Game Customize oder Scenario. Start Standard-Game with normal Settings and Difficulty. Ja, würde ich sagen. Weil wir kennen uns ja noch überhaupt nicht aus. Das würde jetzt nichts bringen, hier ja was selber zu gestalten. Also machen wir das Standard-Game-Szenario. Geht leider noch nicht. So. Tutorial und Intro. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Muss ich das skippen? Ich starte mit euch hier wirklich blind in das Spiel. Ich habe keinerlei Ahnung. So. New Game. Machen wir doch mal. Ich hätte halt schon gerne ein Tutorial, deswegen wollte ich da jetzt kein Häkchen reinsetzen zum Skippen. Ach, wie süß. Ich bin echt gespannt. Ich habe halt gar keine Ahnung. Ich habe nur ein paar Screenshots auf Steam gesehen und war sofort angefixt und dachte, boah, das werde ich mir demnächst auf jeden Fall holen. Jetzt kam mir der Zuschauer tatsächlich zuvor. Oh, ich muss hier raufdrücken. Ach, wie süß. Oh, das fängt ja schon mal toll an. Okay. What is the name of your park? Wie wollen wir den Park nennen? Oh Gott. Da bin ich ja wieder, ja, wenn es dann drauf ankommt, bin ich total einfallslos, leider. Aber eigentlich, ach nee, Jurassic Park ist zu billig, oder? Ich finde es fast zu billig. nennen wir es doch. Ach, so viel Platz haben wir gar nicht. Glenfield Park ist auch doof. Gott, ich habe keine Ahnung. Ich würde euch so gern fragen, wenn ich jetzt gerade einen Stream machen würde, würde ich einfach fragen, was hättet ihr denn gern für einen Namen? Aber jetzt muss ich mir leider selber was einfallen lassen. Ganz ehrlich, ich nenne das jetzt einfach den Dino Park. Ich möchte es wirklich nicht Jurassic Park nennen, das ist mir zu doof. Dino Park, so. Vielleicht fällt uns ja nochmal was Besseres ein. So, vielleicht machen wir noch einen Park, dann könnt ihr mir ja schon mal, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, abgesehen davon, wie euch denn das Spiel so gefällt, was ihr natürlich erst nach der Folge wissen werdet, oder falls ihr es schon gespielt habt, dann wisst ihr es jetzt schon. Aber ansonsten schreibt mir doch mal rein, wie ihr so einen Park nennen würdet. Also, Quest Welcome. Commander Olli hier. It's nice to meet you, human. Ich übersetze am besten. Also, Commander Olli ist hier. Es ist nett, dich zu treffen, Mensch. Willkommen zu unserem ersten Dinosaurierpark. It will be looking into ways we can enhance the well-being of our Dinosaur-Friends. Ja, also wir müssen uns darum kümmern, dass es unseren Dinosaurierfreunden immer gut geht. Das ist süß, der Kleine. This looks like a big empty area to set up our Dinosaur-Park. Ja, das sieht nach einem großen leeren Areal aus, wo wir unseren Dinosaurierpark eröffnen können. There's quite a lot of garbage around, but every great Dinosaur-Park has to start somewhere. Ja, also hier ist viel Müll, aber wir werden das schon hinkriegen. But first things first. Navigation around your park is easy and important. Let's give a try. Ja, wir lernen erstmal die Steuerung. From Olli. Ist das hier Olli? Ich weiß es nicht. New Quest, Camera Controls. Okay, ja gut. Das gehört zu jedem Tutorial nun mal dazu. Was soll ich noch tun? Vielleicht. Oh, das geht gar nicht. Hold down the right mouse button to pan the camera. Aha. Ja, gut, gezoomt haben wir schon. Was soll ich noch machen? Das hier? Ach so, ich soll das öfter machen. Okay, ich sehe schon. Ein paar Mal. Rotate. Ich kann nicht rotaten. Ah, okay. Das ist easy. Good job, wir haben es hingekriegt. Also, ich würde sagen, wir haben durchgespielt. Quest, your first exhibit. Science Officer Luca reporting for duty. Also, hier, Wissenschaftsoffizierin Luca. Können wir Dinosaurier erforschen? Ich weiß es nicht. It's almost time to meet your first dinosaur. Wir treffen unseren ersten Dinosaurier. I'm excited to see how their biological systems function in this atmosphere. Ich bin erstaunt, wie ihre biologischen Systeme hier funktionieren in dieser Atmosphäre. But let's not get ahead of ourselves. Commander Olli said, we should set up an exhibit first. Wir sollen zuerst ein Exhibit machen. Exhibits are where your Dinos live. You design exhibits to match your dinos' needs and increase dino happiness. Okay, die sollen fröhlich sein, da wo sie leben.
For now, let's create a simple exhibit for your first dino. Für den ersten Dino erstellen wir jetzt so ein Ding. Select the foot fans to build an exhibit. Gut, normale Holzzäune zuerst. Oh, hier liegt wirklich viel Müll rum. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt haben wir auch das gesamte Interface hier. Kann ich mal kurz Pause machen? Ich kann keine Pause machen. Das ist aber nicht so schön. Okay. Wir sollen hier klicken. Ja, gut. Wow, das erschlägt einen erstmal hier das Ganze drumherum. Aber es wird wahrscheinlich alles noch klar werden. Okay. Ich soll das wohl jetzt so setzen, wie der mir das gerade sagt. Ich habe wohl keine Wahl. So. Ja, wir hätten das Tutorial skippen können, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Also Mega Aquarium hat mir gezeigt, dass es manchmal tatsächlich praktisch ist, doch nochmal sich was erzählen zu lassen. Okay, click on fences and door. Natürlich, wir brauchen noch ein Door. Dann click the doors, tab, select a door, build a door. Machen wir. Ein so ein kleines, da soll der Dino durchkommen oder wir? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich baue das direkt hier vorne hin, oder? Dann machen wir das hier hin. Good job. Wir sind super. Donation Box. Packs hier. Oh, das ist wohl Packs. I piloted the Quest Ship into your planet. Also ich habe das gekenterte Schiff zu deinem Planeten gesteuert. Your money is very shiny. Was? Dein Geld ist sehr scheinend? We should really be collecting as much of this stuff as possible. Wir sollten sehr viel Geld anhäufen. Hier ist unser Geld, wie ich das sehe. Ich weiß nicht. Till? Money earned will be collected at the end of the day. Okay. I invented... Moment, wo war ich? We should... Ja. I invented a way to collect these coins in bins called donation boxes from packs. Okay. Ich mach das hier mal zu. Wir sollen eine donation box erstmal bauen. Wow, also da haben wir echt sehr viel Auswahl, so wie das jetzt zumindest den Eindruck macht. Also wir haben hier die ganzen Reiter. Die können wir auch abreißen. Moment. Okay. Und jetzt sollen wir erstmal das hier bauen. Hier haben wir auch nochmal extra Reiter. Wow. Okay. Eine Donation Box. Ist das sowas, wo so Trinkgeld und sowas reinkommt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie rum guckt die denn? Die sieht von allen Seiten irgendwie gleich aus. Wo soll ich die kann ich auch hier Sachen hinstellen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder nur auf den Weg? Ich stelle sie mal hier hin. Ah, da kommt dann ein Weg automatisch drunter. Okay. First best friend. Let's get you a first dinosaur. This is very exciting for everyone involved. Jetzt kriegen wir unseren ersten Dino, der wohl hier reinkommt. Oh Gott, ich darf auch... Oh, ein Stegosaurus. Ja, ein Stegosaurus. Oder ein... Oh Gott, oh nein. Da kann ich mich doch nicht entscheiden. Triceratops oder ein Stegosaurus. Wer soll denn das... Wer kann denn da sich entscheiden? Oh Gott, ich liebe die beiden. Ich mag die beide sehr. Ah... Vor allem, wenn man jetzt halt so an Frühjahr denkt, so noch, als man in einem Land vor unserer Zeit geguckt hat. Oh Gott. Okay, ich nehme trotzdem einen Stegosaurus in der Hoffnung, dass ich noch einen Triceratops erhalte. Hoffentlich. Ich hoffe sehr. Da haben wir es. Okay, ich soll es da reinsetzen, ja. Geil. Good job mal wieder. Mann, man wird ja aber auch gelobt für alles, was man tut. Okay, visiting town. Okay, wir können auch in eine Stadt gehen. Town is a great place to buy food, accessoires for your dinos, or get loans. Okay, da können wir also Essen und alles Mögliche kaufen. So, wir können die sogar mit Accessoires ausstatten. Ich bin gespannt. Kann ich dir eine Sonnenbrille aufsetzen? Ich weiß nicht. You can visit town anytime during the day, even at night time. Okay. Oh, das muss erst schlüpfen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber wir sollen erstmal in die Stadt. Okay, hier gehe ich einmal zur Stadt. Sogar mit F2 möglich. Was habe ich hier noch? Office? Portal. You can dig for skies and footprints here. Das ist ja umfangreicher alles, als ich gedacht hätte. Krass. Okay, wir sollen anscheinend Gemüse holen für unseren Dino. Ach, das ist ja schön gestaltet. Also ich muss ehrlich sagen, das ist schon mal echt niedlich gestaltet. Also echt hübsch. So, was soll ich machen? Kill them with kindness. Okay. Park closed. Oh, der ist noch gar nicht offen. Also, was soll ich denn bei 0 von 6 plans to feed your new dinosaur? Das sind plans.
Was ist hier der Unterschied? Buy now? Was kriege ich da? Das ist ein medium quality food for dinosaur. Stehe aber bei beiden, ja. Add, oh Gott, ich kann das gar nicht von hier lesen. Add to daily. Ich mache einfach mal buy now, weil ich mir nicht sicher bin. So. Kann es sein, dass hier automatisch denn jeden Tag einfach was angeliefert wird? Bin mir nicht so sicher. Kriegen wir noch raus. So, dann soll ich wohl wieder zurück, nehme ich an. Yum yum, there are many different types of dino feeders. Upgrading and researching new dino feeders give various bonuses to your dinos. Your new dino is a vegetarian, so let's get a vegetarian feeder from Ollie. Also genau wie ich, Vegetarier. Sehr schön. So, build a small vegetarian feeder. Ja, wir brauchen jetzt natürlich eine Futterstelle. Und das ist das hier. Was ist das? Das ist Fleisch. Das ist vegetarisch. Okay, und der braucht genau das. Ganz ehrlich, ich baue das hier ran, oder? Man möchte doch gerne als Zuschauer sehen, wie der frisst. Das ist viel zu groß für den Dino, oder? Kommen da noch mehr rein? Ich stelle das an den Rand oder mitten rein? Ich stelle das hier so hin. Hier. Vielleicht können wir es dann sogar nochmal umstellen. Falls es uns irgendwie stören sollte. Okay, eine kleine Hilfe. Caring for your dino best friends is a lot of work. Also sich um Dinos zu kümmern ist echt anstrengend. Employees are a great help by doing many of the tasks in the park. Wir brauchen Angestellte. Veterinarians also primary caregivers for your dinos. Okay, let's hire a veterinarian. Tun wir das doch mal. Hier wahrscheinlich. Kalender haben wir auch. Dinopedia? Ach, wie cool. Kann ich da mal reingucken? Mist. Wahrscheinlich immer, wenn wir Dino fertig haben, der da ist, werden wir hier bestimmt reinschauen können. Dino Book? Kann ich hier nicht... Kann nichts machen, schade. Noch nichts zu sehen. Okay. Dann machen wir das, was wir sollen. Ach, cool gemacht. Auch mit Porträt. Sehr schön. Refill food containers when have access to exhibits with doors. Here and take care of dinosaurs, clean up. Gibt es noch andere, die andere Sachen können? Nee, die können alles gleich, aber hier ist andere. Und die kosten auch unterschiedlich. Ach, der sieht ja cool aus. Der hier gefällt mir. Der sieht irgendwie aus wie so ein Safari-Mann. Abella, auch niedlich mit der Schleife. Aber wir sollten auf die Werte gucken. Ich gehe nochmal nach vorne. 15, 3, 5. Ist auch generell sehr billig. Der ist natürlich schon ein bisschen besser, kostet aber auch mehr. Werden die immer teurer? Ah, die hat mir zu wenig Ability, muss ich leider sagen. Sehr viel Speed, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne mehr Personelle. Ich glaube, ich nehme den hier, Yundus. Ja, den nehme ich. Ich nehme an, einfach hier drücken. Wir haben den ersten Angestellten, hoffe ich. Assign Tests. You can assign the tests of your employees. Rock Ethic? You can always look up this information again in the Dinopedia located in the office. Okay. Kann ich das Spiel eigentlich auch für euch auf Deutsch machen? Ich weiß es nicht genau. Wartet mal. Ich gucke mal, ob wir das auch auf Deutsch stellen können. Ich glaube aber fast nicht. Nee, vielleicht kommt das noch. Ich weiß nicht. Ich werde mich mal bis zur nächsten Folge schlau machen, ob das auf Englisch bleibt oder ob es auch übersetzt wird. Das kann ich euch echt nicht sagen. Jetzt nicht. Ah, guck mal. Ist das unser Angestellter jetzt? Ja, wir haben schon wieder was richtig gemacht. Der macht jetzt da die Pflanzen rein. Das ist ja cool. Exhibit Pane. The Exhibit Pane is a great tool to inspect the type of biome and biodiversity in your exhibit. Every dino species has a particular biome they prefer to live in. Okay, also Biom, sowas wie, weiß ich nicht, wenn wir Pflanzenwasser haben, wahrscheinlich eher grün. Hätten wir ein Feuerdino, dann wäre das Feuer. Hätten wir einen Pinguin, dann wäre es Eis so in der Art. You can create a biome in your exhibit by first placing a base tile and then morph the biome by modifying the wetness and terrain. Das ist ja echt cool, dass wir das machen können. Finde ich gut. Ich hätte schon gedacht, das bleibt jetzt hier alles so kahl. Okay, wo soll ich hin? Bei Fans? Wie den Fans hier? Ah, okay. Ach, das ist ja cool. Das ist jetzt als 1 gemarkert. Wann ist der eigentlich fertig? Jack Grass Tile. Also wir brauchen wirklich Gras, war klar. Ach hier jetzt. Okay, jetzt müssen wir wieder hier hin. Ah, hier sehen wir schon. Es gibt Sand, Gras, Matt. Okay, also können wir einen Sumpf sozusagen machen. Warte mal. Tile to create a swamp. Ja, tatsächlich ein Sumpf.
Dann haben wir hier noch irgendwie hohes Gras. Ich weiß nicht, können die sich da verstecken, weil hier so ein Augensymbol ist. Specialized grass suitable for any biome that creates privacy zones for your dino. Tatsächlich. Ich glaube, da können die sich verstecken, werden dann aber auch von den Zuschauern halt nicht mehr gesehen. Wie viel soll ich machen, das ganze Ding? Okay, das geht zumindest. Machen wir das doch einfach mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon von dem Zaun angezogen werden soll, aber ich glaube, so reicht. Ach, cool. Das sieht auch ganz unterschiedlich aus. Also es ist nicht nur eine grüne Fläche. Hier sind jetzt Blumen und Gräser. Ach, cool. Morph Biome. Add water to your exhibit to morph from forest to rainforest biome. Use a biome graph located in the exhibit pane as a guide. Ach, wie cool ist das denn? Jetzt können wir Wasser dazu tun und aus dem normalen Forest wird jetzt ein Rainforest werden. Ach, cool. Wir können sogar Berge entstehen lassen, wenn ich das hier richtig sehe. Können nochmal glätten. Hier können wir es wahrscheinlich wieder zurück machen. Ja, lower, da könnten wir auch Senkungen machen. Das hier weiß ich noch nicht. Smart Terrain? Raise or lower the terrain? Aha. Okay. Deep Water Tool geht auch. Vielleicht haben wir noch Unterwasser-Dinos. Ich weiß es nicht. Place Water Open Ashen Cell for Exhibitionary. Machen wir mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es hin soll. Ich würde es jetzt einfach mal hier hin machen. Ich weiß auch nicht, wie viel sie da verlangen. Das ist groß genug, oder? Ich hoffe. Noch nicht? Nicht sicher. Use Beyond Graph located in the Exhibit Pane as a guide. Also eigentlich haben wir gemacht. Oh. Ach du Scheiße. Irgendwas haben wir jetzt richtig gemacht, ich weiß nicht was. You can always look up this information again in the Dinopedia, located in the office. Was haben wir denn hier? Charts. The end of the day is a good time. Ach so, das ist jetzt nur, weil der Tag zu Ende gelaufen ist, glaube ich. 10 Uhr nachmittags? Nee, eigentlich nicht. Hearts are rewarded at the end of the day. Doch. Okay, ein Tag ist vorbei. Wir haben natürlich nichts eingenommen, der Park war ja noch nicht offen. Wir haben auch noch nichts. Wir müssen das hier immer noch machen. Fragt sich, wie wir das machen. Muss ich jetzt Next Day drücken? Ich glaube, ja. Ich würde ja gerne Pause machen, aber das kann ich leider nicht. Wir sind immer noch nicht fertig. Reicht das? Kann es einfach sein, dass es nicht reicht? Oder ist es... Jetzt! Es war einfach zu wenig. Okay. Oh. Hier stimmt was nicht. Biodiversity. Every biome has an ideal ratio of trees to bushes to rocks. This ratio is called the exhibit biodiversity and contributes to your dinosaur's habitat score. Trees, bushes and rocks can only live in a particular biomes. Oh, okay. Note that trees and bushes often need to be near water sources. Hier mal einen kleinen Knick leider. Obwohl ich das auch nicht so haben will, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir auch hier fast ein bisschen zu... Ja, das sieht zu gewollt aus. Kann ich das nochmal ein bisschen ändern? Wo ist denn das jetzt hier? Oh Gott. Nee. Ich möchte nochmal die Ebenen. Hier. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen anders haben. Das geht nicht mehr. Hm. Nee, kann ich so nicht machen. Hm, dann muss ich wahrscheinlich glätten oder sowas. Kann ich mir was vorstellen? Hier waren noch andere Tools. Oh Gott. Okay. Und wie kriege ich jetzt den kleinen Hügel hier weg? So nicht. Aber so. Oh Gott. Da habe ich ja was angerichtet. Hm. Oh Gott. Ich will nur das kleine Ding da wieder hoch. Ach Gott. Ganz ehrlich, dann haben wir jetzt hier halt einen kleinen Felsen. Sieht bestimmt gut aus. So. Ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Das hier scheint auch zu funktionieren. Jetzt sieht es halt nicht so, ja, so wie ein Pool aus, finde ich. So, was wollen wir denn haben? A good tree for forest, rainforest and tiger. Ich weiß zwar nicht, ob wir überhaupt schon sowas wie ein Rainforest haben, aber ist okay. Ist jetzt mal hier ein Bäumchen. Huch, ein bisschen schräg, das Ding. Okay. Ich hoffe, das funktioniert hier alles so. Dass da nicht nachher irgendwo meckert, weil doch irgendwas fehlt. Wird fies in der Exhibit. Ich mache es halt schon die ganze Zeit, aber es passiert irgendwie nichts.
Ich soll doch die Dinger bauen. Er sagt es mir ja selbst. Aber irgendwie ist es noch zu wenig vielleicht einfach. Huch. Hatte ich was Falsches angeklickt? Nee, jetzt sieht er wieder so... Warte mal. Das sieht jetzt mal ein bisschen anders aus. Fällt mir jetzt erst auf. Jetzt ist es klein. Jetzt, das hier wäre wieder groß. Aha. Ah, jetzt haben wir es. So, jetzt noch Büsche. Schick eigentlich. Oh, die ist ja auch schick hier mit dem Blümchen. Ja, da oben kann ich sie leider nicht raufsetzen. Setzen wir hier zu dem Baum. Wenn wir auch ein paar mehr brauchen, nehme ich wieder an. Echt hübsch. Das finde ich cool. Also das finde ich echt schön. Hier so eine... Ja, nochmal so eine Details einfach. So. Und jetzt noch ein paar Steine. Basalt. Huch, der sieht ja eigenartig aus. Okay. Ja, der ist ganz klein geworden. Wollen wir noch was hin? Hier so... Hier noch einen. Ich hoffe, der kommt da überall durch, der Dino. Ich habe keine Ahnung, wie die so laufen. Ob die sich nachher von irgendwas gestört fühlen könnten und wo nicht langrennen können. Good job mal wieder. Yay. So, open for business. Wir können den Park eröffnen. Time to open the park. So, guests can visit. Also Zeit, den Park zu öffnen. Gäste können kommen. You can close your park at any point. Just remember, guests give donations and buy tickets. Wir könnten ihn jederzeit wieder schließen, aber das wollen wir natürlich nicht übernehmen. Öffnen. Wie öffne ich denn? Ja, öffnen, bitte. Click on the admission booth located at the front of your park. Ach so. Kriege ich das hier wieder los? Das hier bitte weg? Ach, cool sieht das jetzt aus. Aber hier ist immer noch... Oh! Oh, unser erster Dino. Ach, ist der klein und winzig. Ach, wie niedlich. Da ist er. Und ich glaube, er hat gepuppt oder so. No. Ach, wie süß. Warum kackert er die ganze Zeit? Oder pupt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, hier hat er Essen. Also, ich hoffe, weil er scheint Hunger zu haben. Ich hoffe, der sieht das. Ich kann auch eine Info angucken. Ach, cool. Hier wird nochmal alles angezeigt, was der so braucht. Hier, guck, hier ist auch vorgegeben, was für eine Größe vom Exhibit er braucht. Okay. Ist ein Mädchen geworden. Ach, süß. Aggression. Die haben Aggressionswerte. Ach, Scariness. Okay. Das wird noch interessant, glaube ich, fast. Ich glaube, es kann auch sehr interessant werden. So. Dann. Ach, das können wir auch noch die Farbe ändern. Okay. Gefällt mir aber blau. Ich mag blau. Wenn hier, also, ich mag das, wie das gerade so geformt ist eigentlich. Okay, even more help. A janitor is a key member of your park staff. A janitor can repair fences, pick up garbage, empty toilets and more. Okay, der macht alles. Okay. A janitor automatically does tasks around the park, such as picking up garbage. Den müssen wir im Office einstellen. Komm, das machen wir noch. Die erste Folge wird mal wieder ein bisschen länger werden. Nein, hier oben. Ach, hier ist auch noch Scientist und Security. Okay, den brauchen wir auch noch. Aber erstmal den Janitor. Den Hausmeister. Der macht gleich alles. Der sammelt Müll auf, der putzt, der macht die Sachen aufräumen. Finde ich gut. Der ist einfach ein Allzweckmensch. 1422. Da bräuchten wir eigentlich auch wirklich jemanden, der einfach schnell ist, oder? Da wäre ich fast für sie hier. Alle anderen Werte sind halt nicht so geil, aber da das hier schnell ist, finde ich es ganz gut. Neuweilach VI? Also königlichen Besuch hier oder wie? Klingt fast so. So, angeheuert. Sehr schön. Hätten wir das. Moment. Da waren noch mehr gerade. Wie kriege ich meine Aufgabe nochmal ran? Achso. Watch Janitor clean. 2 von 3 Garbage. Ich soll zugucken, wie der sauber macht. Okay, ich würde aber sagen, kann ich jetzt hier irgendwo Pause drücken? Irgendwie nicht. Ich hätte wirklich gerne einen Pause-Knopf. Okay, dann muss ich es so machen leider. Also, weil wir sind halt schon an der Zeit und ich würde sagen, für die erste Folge haben wir auch einiges geschafft. Wir könnten den Park eröffnen und wir haben einen kleinen Dino hier rumlaufen. Echt cool. Die Pause-Taste fehlt mir. Vielleicht finde ich ja noch einen. Ich kann halt nicht P drücken. Hier oben ist kein Button. Ja, das wäre halt noch ganz schön. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo eine Pause-Taste. Na gut, dann wüsste ich sehr, sehr, sehr gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich finde schon, der Anfang macht Lust auf mehr. Also zumindest habe ich Lust, jetzt noch ein paar Folgen weiter zu zocken. Ich werde mich wieder, ja, ich werde mich wieder ein bisschen zurückhalten müssen, damit ich eure Kommentare dann auch noch in den nächsten Folgen irgendwie erwähnen kann und nicht einfach 10 Folgen jetzt ja, in der Folge aufnehme. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Aber ja,
Es geht jetzt auch noch zur EGX. Ich glaube, das hier wird wahrscheinlich erst nach der EGX laufen, das Let's Play, weil ich vorher noch zu viele andere Let's Plays habe, die gerade laufen. Aber ja, ich wüsste sehr, sehr gerne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr es selber schon gespielt habt und wie es euch so gefällt, wie ihr jetzt hier den Eindruck, den Ersteindruck so empfunden habt. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren und dann hoffe ich, sehen wir uns zu einer neuen Folge wieder. Wenn euch das EP gefallen hat, die erste Folge vom EP, dann gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!